Regens wünscht gute Unterhaltung bei Koch mit Oliver. Genussvolle Momente bei Koch mit Oliver wünscht Coca-Cola. Woche 14 von Koch die Schlank. Oliver Hoffingers Zuschauer haben bereits sage und schreibe 924 Kilo an Gewicht abgespeckt. Heute geht's noch ein vorletztes Mal ran an den immer weniger werdenden Speck. Werpols 4-Küchenchef und Zuschauerkandidatin Nathalie zaubern heute eine köstliche Maiscremesuppe mit Miesmuscheln. Dazu kommen gleich auch noch scharfsüße Fleischlaberln und danach die zarteste Versuchung, seit es Wildschweinbraten gibt. So genussvoll kann man abnehmen. Jetzt in Koch mit Oliver. Koch die Schlank. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver, Koch dich schlank. Wir sind knapp vor dem Finale in Woche 14. Und noch einmal ein großes Dankeschön an Sie da draußen, denn Sie sind wirklich kräftig mit dabei. Sie nehmen ab, Sie wollen, dass wir über 1000 Kilo schaffen. Und jemand, der auch noch wirklich gut mit dabei ist, das ist die Nathalie. Die Wiener Nathalie ist nicht nur süchtig nach Energydrinks, sondern leider auch vielen Zwischendurch-Snacks zum Opfer gefallen. Damit wollte sie jetzt Schluss machen, denn die Mutter von drei Kindern will sich endlich wieder auf ein Familienfoto trauen. Hallo. Hallo. Servus. Du schaust großartig und du strahlst doch. Dankeschön. Ja. Das bedeutet, lass uns teilhaben an deinem Glück. Es geht mir gut und es sind 11 Kilo bis jetzt. 11 Kilo. Mhm. 11 Kilo. Also das muss man mal richtig mal schaffen und das schafft man logischerweise mit unserem Essen, oder? Ja. 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 Ja, schau mal, richtig energisch, finde ich gut. Wir machen heute als Vorspeise eine Suppe. Und zwar genauer gesagt eine herzhafte Maiscremesuppe. Puls 4 Küchenchef Oliver Hoffinger hat dieses Rezept leicht adaptiert aus den USA mitgebracht, wo er in seinen Jugendjahren sich die Kochlöffel abgestoßen hat. Maiscremesuppe ist, wie eigentlich fast alles aus Mais, ein absolutes Lieblingsgericht der Americas. Und wir vollenden es heute noch mit herzlich würzigen Miesmuscheln, die als Suppeneinlage dienen. Davor müssen diese aber noch den Frische-Test bestehen. Muscheln sollte man im Allgemeinen entweder gekocht essen oder wenn sie so wie die hier sind, muss man vorher testen, ob sie noch leben oder nicht. Okay. Du, keine Angst, du musst nichts wiederbeleben, nichts Baywatch oder so. Okay. Aber wir müssen austesten, welche noch gut und welche nicht mehr gut sind. Und es kann durchaus sein, weil Miesmuscheln wachsen ja nicht am Neusiedler See, dass einige kaputt sind. Wenn du sie drückst und sie machen zu, ja, dann leben sie noch, weil dann ist der Schließmuskel noch intakt und dann können wir sie nachher verkochen. Also drücken, kurz warten. Wenn er zugeht, geht. Der ist noch zu, passt. Dieser hier ist wahrscheinlich schon tot, weil er da auch schon einen Riss hat, schau mal. Mhm. Bewegt sie nichts mehr. Okay. Kommt weg. Ja? Schmeißen wir weg. Und das machst du jetzt bei allen. Okay. Der Mythos von der frischen Muschel, die immer geschlossen sein muss, ist damit also widerlegt. Muscheln öffnen sich, solange sie leben, um zu atmen und verschließen sich erst bei unerwünschter Berührung. Übrigens dann beim Kochen ist es umgekehrt. Die, die zubleiben und nicht aufgehen, die waren auch tot. Also wenn man da nicht ordentlich genug kontrolliert hat, man hat noch eine zweite Möglichkeit. Ich werde in der Zwischenzeit anfangen, die Maiscremesuppe zu machen. Dafür brauchen wir Zwiebel, Knoblauch, und werden die ganze Sache anrösten. Ich habe schon wieder vergessen, wo die Töpfe sind. Das ist jedes Mal dasselbe. Das ist eine Katastrophe. Unten in der Mitte, Oliver. Ja. Ich weiß, dass du mir einmal erzählt hast, dass du nicht so gern auf den Fotos mit deinen Kindern bist, weil du dich für nicht ansehnlich gehalten hast. Ja. Hat sich das mittlerweile, ich meine, ich sag's dir noch einmal, wirklich voller Inbrunst, 11 Kilo, ja, hat sich das mittlerweile verändert? Ja, also es geht schon besser. Es werden jetzt noch nicht so ganz viele Fotos, aber es gibt schon das ein oder andere Foto mit den Kindern. Und das, die freuen sich jetzt auch. Ja, dass du wieder drauf bist auf den Fotos? Ja. Ah, schau mal, das finde ich gut, dass du das gerade holst. Schauen Sie her. Das ist nicht der Bart des Propheten, es ist der Bart der Muschel. Denn diese Muschel treibt ja nicht so im Meer herum, sondern hängt sich irgendwo fest. Und genau mit dem hängt sich die Muschel an dem Stein fest oder wenn sie gezüchtet wird, sind das so Körbe. Und diesen Bart, den muss man entfernen. Und das ist eben ganz hochwertiges Eiweiß, diese Miesmuscheln. Und aufgrund dessen, hat es geschnappt oder was?
So lebendig hat die Nathalie noch geschrieben. Ist so ein hochwertiges Eiweiß, das zerfällt auch ziemlich schnell und deswegen müssen die wirklich topfrisch sein. Die Muscheln müssen also bartfrei sein und mit der besonders sanften Einfach-Ausreißen-Methode von Nathalie werden die Muscheln jetzt entbartet. Und Olivers halbe Zwiebel wandert schon zum Anrösten in das heiße Öl. Du sag mal, ich weiß ja, du bist hier jemand, der gerne so vor sich hin snackt. Wie schaut's aus mit den Sünden? Ich weiß, du warst krank, da hat man es ein bisschen leichter mit dem Abnehmen, oder? Ja, die erste Zeit, wobei nachher schlägt die Waage dann schon wieder aus. Einfach, weil der Hunger da war, weil wenn man da mal eine Woche liegt. Das stimmt, das kenne ich auch gut. Hat man nachher wieder Hunger. So, jetzt werden wir damit ein bisschen Weißwein ablöschen. Aber Snacken an sich habe ich gar nicht mehr so notwendig. Echt? Weil das ausgiebig ist, was du isst? Ja. Und vor allem, wer das Schlankschlemmern genießen kann, dem fehlt ja auch nichts. Oliver röstet schon mal den Mais an. Der ist aus der Dose, denn bis zur Mais-Saison dauert's noch ein bisschen. Und Nathalie hat alle Lebenden von den toten Muscheln getrennt und darf jetzt zum Messer greifen. Kann ich das Messer nehmen? Du darfst gerne mein Messer nehmen, ja. Zwiebel und Paprika bitte in kleine Würfel schneiden. So, das rösten wir da jetzt nochmal ganz kurz an. Dann löschen wir ab mit Weißwein, gießen auf mit Wasser, geben wir ein Suppenpulver dazu. Und dann kommt, das ist kein Obers, sondern Sie wissen, so ein Obers-Ersatzprodukt, laktosefrei, hat nämlich mit Milch nichts zu tun und viel weniger Kalorien. Da dürfen wir das auch richtig verwenden. Und da man durch den intensiven Mais und das Paprikapulver kaum einen Unterschied zum fetteren Schlagobers schmeckt, fällt nicht einmal großartig auf, dass dieses Gericht ein wahres Schlankschlemmwunder ist. Oliver löscht den Röstmais mit Weißwein ab und gießt mit vollkommen kalorienfreiem Wasser auf. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, denn der Mais hat natürlich Stärke drinnen und macht unsere super cremig. Das ist ein Wort, ein Zungenbrecher. Die Suppe super cremig. Was diese super cremige Suppe dann durch den Mais überhaupt nicht braucht, ist bindendes Mehl, denn diese Aufgabe übernimmt die Stärke im Mais. Und da der ganze Weißwein jetzt in der Maissuppe gelandet ist, kann Oliver sich schon mal um Nachschub für unsere Muscheln kümmern. So, ein bisschen am Weißwein werden wir noch nachfüllen. Zack. Ich stehe auf meine Barfunktion, ich finde das so cool. So. Der verdampft nämlich eh und der hat dann auch keine Kalorien mehr. Wieder reingeben. In der Zwischenzeit geht übrigens keine Kälte verloren bei diesem Kühlschrank. Das hast du großartig gemacht. Jetzt werden wir den Knoblauch, der einfach nur geschossen haben. Einfach andrücken. Weil den nehmen wir nachher auch wieder raus. Zuerst muss er aber rein. Also nach dem Zwiebel und der fein gehackten Chili, die als erstes im heißen Olivenöl anrösten dürfen. Und dann kommen auch schon die Muscheln dazu. Die brauchen jetzt nur etwa 2 Minuten, um herrlich gar zu werden. Denn viel Fleisch ist bei den kleinen Schalentierchen auch nicht dran. Paprika rein. Boah. Schön scharf. Zu der Schärfe geben wir jetzt außerdem eine leicht bittere und würzige Geschmacksnote. Kurkuma. Sie wissen, eines der wichtigsten Gewürze, wenn man Gewürze, wenn man gesund leben will, tut einiges mit unserem Körper. Neueste Studien belegen, dass es wirklich, wir sollten das mindestens einmal in der Woche essen. Und vor allem auch, weil es nicht nur durch seine reinigende Wirkung bekannt ist, sondern auch durch seinen herben Geschmack. Unsere Muscheln brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Schluck Wein und dann können sie auch schon zugedeckelt für ein paar Minuten rasten. Damit man sie aber später kinderleicht aus der Suppe löffeln kann, müssen sie aus ihrer Schale ausgelöst werden. Du nimmst so eine Miesmuschel, tust das auseinander, dann hast einerseits den Löffel. Zack. Okay. Gut schon. Sobald alle völlig ausgelöst sind, wird der herrliche Weißwein, Paprika, Kurkuma-Sud, der übrig bleibt, zum Geschmacksbooster für die Suppe. In die gibt Oliver jetzt noch etwas leichte Kokoscreme hinein, püriert sie mit einem Stabmixer und dann kann dieses traumhafte Süppchen auch schon angerichtet werden.
Die herrlich würzige Maissuppe bekommt noch ein paar extra scharfe Tropfen der Hicks-Soße übergeträufelt und etwas sauren Limettensaft. Darin schwimmen die wunderbar zarten Miesmuscheln. Schmeckt das genauso gut, wie es aussieht? Sehr gut, süßlich. Und jetzt mit den Muscheln. Und der Chili-Sauce. Wow. Eine Geschmacksexplosion am Mund, finde ich. Ja. So richtig gut. Mhm. Das ist alles da. Süße, das Jod. Voll lecker. Ja, und die Schärfe. Ja, die Vorspeise, die Suppe hätten wir geschafft. Das war ein bisschen fischig. Jetzt kommen wir zu unserer Hauptspeise und die ist sehr fleischig. Und damit meint Oliver die herrlich zarten Fleischleibchen in Honigmarinade, die er gemeinsam mit Nathalie nun zaubert. Dazu gibt's knackiges Tomatengurken-Konfit mit hauchdünnen Reisnudeln. Um die fleischlichen Genüsse darf sich gleich einmal Nathalie kümmern. Da haben wir reines Rind faschiertes. Weißt du, das hat wenig Kalorien in Wahrheit. Ich werde jetzt die Jungzwiebel klein hacken, den vorderen Teil. Den hinteren Teil brauchen wir nachher für unsere Nudeln. Ein bisschen was vom Koriander zusammenhacken und dann werden wir es würzen. Du gibst mal, hier haben wir eine Oystersauce und eine Sojasauce, kannst du schon reingeben. Mhm. Und ungefähr so einen Teelöffel von meinem grünen Curry. Grünes Curry, okay. Bisschen schärfer als das gelbe Curry, aber gut für unsere Fleischlarven. Oder Fleischpflänzchen, wie die Bayern sagen. Die ganze Schale. Ja. Die ganze Schale sind ja in Wirklichkeit nur etwa 2 Esslöffel. Neben der grünen Curry-Schärfe gibt Nathalie auch noch reichlich Salz und Pfeffer dazu. Salz brauchst du nicht sparen, gell? Auch nicht, wenn die Sojasauce. Nein, nein. Das ist ein Kilo Rindsfleisch faschiert. Da geht schon was rein. Neben fein gehackten Koriander und Jungzwiebel löffelt Nathalie jetzt den Honig zum Rindsfaschierten. Und wenn brutale Oliver mit dem Knoblauch fertig ist, kann auch schon fleißig geknetet werden. Man kann schon mischen. Hast du einen Ehering drauf? Du bist nicht verheiratet, gell? Nein. Wie schaut das aus mit heiraten? Nein, wir sind verlobt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Dann wird es aber Zeit, ja? Hallo. Nein, das ist sogar länger. Entschuldigung. Also andere überleben 2 Jahre eh nicht. Na, man muss sich ja auch mal kennenlernen. Dass Nathalie richtig zupacken kann, das weiß ihr Verlobter spätestens jetzt, so wie sie das Rindsfaschierte bearbeitet. Aus der fertig vermischten Teigmasse formen Oliver und Nathalie jetzt kleine Bällchen. Sollen wir mal kosten? Mhm. Rindfleisch kann man. Oder süß, salzig, alles da. Wie groß? Ich würde sagen so. Ordentlich drücken. Balli machen. So. Roger Campo. Weltklasse. Und eins nach dem anderen wandern die Weltklasse-Bällchen ins heiße Olivenöl. Dort werden sie auf jeder Seite kornscharf angebraten, bevor sie dann auf ein Backblech mit Alufolie dürfen. Während Oliver sich um die schöne Aufgabe, also die herrlich nach Honig duftenden, dampfenden Fleischlaberl kümmert, soll Küchengästin Nathalie jetzt das Gemüse schneiden. Wie hättest du es gern geschnitten? Kleine Streifen, kleine Würfel, was dir lieber ist. Okay. Das obliegt ganz dir. Nathalie darf sich also ganz selbstständig ums Gemüse kümmern und Oliver um seine Honiglaberl. Die dürfen jetzt im Rohr bei extra großer Hitze garen, denn so werden sie außen wunderbar knusprig und innen bleiben sie zart rosa. Jetzt ab damit ins Rohr, vorgeheizt auf 3D garen. Das heißt, die Hitze kommt von überall. Ich will eine aggressive Hitze haben, die soll auch von überall kommen. Das kommt von hinten, von der Seite, von oben und von unten. Die einzige Seite, die nicht funktioniert, ist die Tür. Logischerweise, da kann es nicht heiß herkommen. Und ab damit bei 205 Grad. Ich schätze, dass wir es jetzt ungefähr so 8-9 Minuten da drinnen lassen sollten. In der Zwischenzeit machen wir unsere Gemüsenudeln. Und dafür zuerst einmal die Reisnudeln, die jetzt erstmal, wie alle anderen gemeinen Nudeln aus Ei auch, ins heiße Wasser dürfen. Kriegen Sie übrigens in Asia-Shop aus reinem Reismehl. Kurz aufkochen lassen und dann lassen wir es ziehen. Während die Nudeln weich gekocht werden, unterstützt Oliver Nathalie ein wenig an der Gemüsefront. Schaut, wie schnell so fein. Jetzt habe ich echt eine Challenge da.
So, Nathalie, wie viel Kilo stehen noch auf dem Programm? Was würdest du gern noch weitermachen? Weil ich habe gehört, du willst ja weitermachen. Es ist nicht mit den 15 Wochen vorbei. Nein. Es ist irgendwie jetzt schon so Alltag geworden. Also, eine Wunschvorstellung wären schon nochmal so 20. Nochmal 20? Ja. Hast du dir einen Zeitrahmen gestellt selber, wo du sagst, du machst das jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, Jahr oder so? Ich glaube, dass mich das nur stressen wird. Ja. Und dann werde ich so ein Freak, der sich ständig auf die Waage stellt und frustriert ist, und das will ich nicht. Mhm. Mit dieser Einstellung liegt Nathalie auch komplett richtig. Egal, wie viel man abnehmen will, es ist immer eine langfristige Umstellung nötig. Jede Crash-Diät geht zwar anfangs schneller, aber da niemand sein Leben lang nur zwei Gurken am Tag essen will, sind die Kilos nach einer schnellen Diät meist auch genauso schnell wieder drauf. Wer langfristig genussvoll isst und auf seine Ernährung achtet, der wird nicht nur abnehmen, sondern sein Gewicht auch halten. In unsere Pfanne wandern währenddessen schon mal der Jungzwiebel und der grüne Paprika. Ich habe was vergessen, das habe ich noch im Kühlschrank, und zwar einen Ingwer, wenn ich ihn finde. Gekauft habe ich ihn. Da ist er. Gut. In kleine Einzelteile zerlegt, wandert dann nicht nur herrlich frischer Ingwer samt Schale in die Pfanne, sondern auch der rote Spitzpaprika. Die Reisnudeln sind nun weich gekocht und Oliver holt sie aus dem warmen Wasserbad. Für sie war es das aber noch nicht, denn sie leisten jetzt dem Gemüse in der Pfanne Gesellschaft. Jetzt kann man ein bisschen was von dem Koriander zusammenhacken, das gehen wir auch. Ein wenig Sojasauce werden wir da jetzt aufgießen. Mal schauen, da ist sie. Und dann wären unsere Gemüsenudeln soweit, genauso wie die Honigfleischlaberln im Rohr. Und du darfst dann den Koriander drüber streuen. Der frische Koriander gibt nicht nur den würzig scharfen Ingwer-Gemüse-Reisnudeln eine herrlich herbe Note, sondern auch dem wunderbar zart knusprigen Honigfleischlabern. Oliver spritzt noch ein wenig Limettensaft darüber, um für eine leichte Säure zu sorgen, aber auch für eine himmlische Frische. Da freue ich mich aber gleich aufs Kosten. Aber zuerst einmal, wie schmeckt's euch? Sehr gut. Die mag ich. Wie ich Ihnen gesagt habe, leicht rosa. Wow. Also die sind gut. Die schmecken süß, schmecken salzig, die schmecken pikant. Leichter Sauerton mit Limetten. Kann man locker nachmachen, super, oder? Ja, nächste Woche das große Finale, weil du bleibst uns gediegen, du bleibst dabei. Mhm. Du wirst auch posten. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du das machst, und ganz toll, nochmal Gratulation. Dankeschön. Ja, und jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Aber davor wird jetzt erstmal gekostet, denn Olivers Essen schmeckt nicht nur unseren Koch-die-Schlank-Gästen, sondern vor allem auch immer wieder der Crew. Und die macht sich jetzt über die Honigfleischlabern her wie eine Horde blutrünstiger Piranhas in der Trockenzeit. Gemeinsam mit 88,6 Morgenmensch Wolfgang Walluch zaubert Oliver nun einen wunderbar saftigen Wildschweinbraten mit herzhaft grünen Spargel. Jetzt in Koch mit Oliver, Koch-die-Schlank. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich, weil ich so unpackbar neugierig bin. Auf die zum Beispiel, die Fastenprotein-Drinks. 365 Tage wohlfühlen. Fasten von NEM. Leckerli-Zeit, Felix. Ein unwiderstehlicher Mix aus verschiedenen Formen und Geschmacksrichtungen. Ja, clevere Katzen finden Felix Leckerlis jedes Mal. Von Purina. Hm.
Mit der Billa Dauertiefpreisgarantie sind über 2000 Markenartikel jetzt dauerhaft billig. Danke. Danke. Am besten ist doch, wenn man seine Lieblingsmarken günstig bekommt. Und das bereits ab einem Stück? Gültig auch im Billa.at Onlineshop. Billa, sagt der Hausverstand. Vom Hersteller des Testsiegers, jetzt noch besser, Series 9. Mit Synchrosonic-Technologie und 4 Schneidelementen. Für die angenehmste Rasur von Braun. Immer die perfekte Geschenkidee, jetzt mit bis zu 40 Euro zurück. Meine Iglo-Fischstäbchen schmecken jetzt noch besser aus dem Backrohr. Einfach zum Anbeißen mit ihrer knusprigen Panier- und 100% Fischfilet. Da kann keiner widerstehen. Österreichs beliebteste Fischstäbchen. Jetzt noch besser aus dem Backrohr. Iglo, ist was Gescheites. Sehr schön, aber sauteuer. Wir schauen ja nur. Kaufen kann unser Eins sowas ja eh nur im Outlet. Apropos Outlet. Telering macht Outlet. Mit minus 50% auf Top-Smartphones wie das brandneue Designer-Handy von Samsung und keine Aktivierungskosten in den Outlet-Wochen. Das ist aber schick. Ja. Telering. Eigenes Netz, echtes Service, beste Preise. Babs hat sich gerade getrennt. Von ihrer Annahme, bei McDonald's gäbe es einfach nichts nach ihrem Geschmack. Gerade hat sie sich nämlich in ihren ersten selbst kreierten Burger verliebt. Herzhaftes Dinkelbrot, knusprige Hühnerbrust und doppelt Guacamole. Mindestens. Schaut nach der großen Liebe aus. McDonald's präsentiert My Burger. Mein Burger, mein Geschmack. Wenn ein Rasen nur ein Rasen wäre und eine Hecke nichts weiter als eine Hecke, dann wäre Bauhaus nur ein Baumarkt. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Heu, Milch Emmentaler auf Rindfleisch aus Österreich. Frischer Rucola, knusprige Tortilla-Chips, dazu feinste Smoky Grill-Sauce. McDonald's präsentiert My Burger. Mein Burger, mein Geschmack. Van der Bellen oder Hofer? Die Präsidentenwahl entscheidet sich in Österreich. Jeden Tag die aktuelle Umfrage. Jeden Tag der spannende Wahlkampf. Das bringt nur Österreich. Österreich ist Ihre Zeitung für die Präsidentenwahl. I love Österreich. Ja, ja. Der Ferdinand hatte in letzter Zeit einige abenteuerliche Träume. Aber das kann beim langen Warten auf den richtigen Moment schon mal passieren. Perfekt gereifter Käse, perfekter Geschmack. Mit Ferdinand schmeckt das Leben. Acqua di Gio Profumo, The New Intensity, Giorgio Armani. Die schönste Auszeichnung ist, wenn es allen schmeckt. Österreichs beliebtester Käse, der mildfeine Bergbaron. Mit Ferdinand schmeckt das Leben. Leave it all behind, out of sight, out of mind. I love my country. Kinder Country, Milchcreme, 5 ausgewählte Cerealien und zarte Schokolade. I love my country. Hunde haben ihre ganz eigene Art, uns zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Bei Zahnfleischproblemen ist das nicht so einfach. Deshalb hat Pedigree Dentasticks entwickelt. Ein Stück täglich reduziert die Zahnsteinbildung um bis zu 80%, damit sich ihr Hund den wichtigen Dingen widmen kann. Und jetzt neu Pedigree Dentaflex. Wer wird Präsident? Das Duell. Noch nie standen sich im Rennen um die Hofburg zwei so polarisierende Kandidaten gegenüber. Alexander Van der Bellen gegen Norbert Hofer. Im ersten TV-Stichwahlduell um das höchste Amt im Land. Live führen Puls4-Infochefin Corinna Milborn und Thomas Mohr durch die entscheidende Konfrontation zwischen den beiden Stichwahlkandidaten. Wer wird Präsident? Das Duell. Heute 20:15 Uhr live Puls 4.
Schönen Sonntagabend, hier ist die 4. Griechenland braucht wieder ein neues Hilfspaket und um das von der EU zu bekommen, muss das Parlament wieder ein Sparpaket schnüren. Dieses neue Sparpaket, das eine Steuererhöhung und Pensionskürzungen beinhalten soll, wird heute nach dem Parlament beschlossen. Das treibt natürlich wieder die ohnehin schon gepeinigte Bevölkerung auf die Straße. Und im Fall des Mordes am Wiener Brunnenmarkt vom vergangenen Mittwoch will jetzt der Witwer des Opfers den Staat klagen. Das sagt er der Tageszeitung Österreich in einem Interview. Er wirft den Behörden Untätigkeit vor, weil der Mann längst polizeibekannt war und als gefährlich galt. Heute in den Puls 4 News mit Gundula Geiginger, gleich um 18.45 Uhr. Genussvolle Momente bei Koch mit Oliver wurden präsentiert von Coca-Cola. Wir schreiben Woche 14 von Koch die Schlank und Oliver Hoffingers Zuschauer haben schon unglaubliche 924 Kilo an Gewicht verloren. Und Sie können jederzeit mitmachen, gratis, aber nicht umsonst. Gemeinsam mit 88.6 Morgenmensch Wolfgang Balluch zaubert Oliver nun einen wunderbar saftigen Wildschweinbraten mit herzhaft grünen Spargel. Jetzt in Koch mit Oliver, Koch dich schlank. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver, Koch dich schlank. Wir sind in Woche 14, das heißt, eine Woche haben wir noch, um miteinander 1000 Kilo zu verlieren. Und ich sage Ihnen, ich habe ein richtig gutes Gefühl, denn Sie sind großartig mit dabei. Sie nehmen ab, Sie posten und da bin ich richtig stolz auf Sie. Ich bin auch stolz auf mich, ich habe schon ein bisschen was abgenommen. Jemand, der hoffentlich auch wieder ein bisschen was an Kilo verloren hat, von letzter Woche auf diese Woche, das ist meine Lieblingsradiostimme, der Wolfgang. Der Wolfgang ist ja auch der 88.6 Morgenmensch und seine Stimme ist mindestens genauso gewichtig wie er selbst. Und genau deshalb will er jetzt auch mit Olivers Tipps und an Olivers Seite abnehmen. Und das auch schon bisher mit beeindruckendem Erfolg. Servus. Servus, Oliver. Du, geht's dir gut? Ja, ich freue mich hier zu sein und mein erster besorgter Blick gilt natürlich den Zutaten. Ne? Also wir machen heute was Großartiges. Du hast dich in der ersten Sendung, ich bin ein Skorpion, ich merke mir alles, wenn er kommt, gesagt, du bist der Obelix. Ja? Deswegen gibt es jetzt in der vorletzten Sendung Wildschwein. Dazu gibt es Moosbeeren, weil Preiselbeeren gibt es keine mehr, aber Moosbeeren gibt es das ganze Jahr. Die machen wir ein bisschen scharf. Grüner Spargel, weil der sprießt gerade wunderbar. Und eine Aufgabe für dich, wir machen Schmorzwiebel. Und ich habe mir gedacht, damit du ein bisschen einen Ansporn hast in Sachen Gewicht verlieren, ich habe kleine Zwiebeln gekauft. Weißt du, es hat alles so gut ausgesehen. Ja? Ja? Ich dachte mir, beim Wildschwein, da muss ich nicht mehr viel machen, die Beeren sind auch fertig. Ja. Und dann hast du die kleinen Zwiebeln. Ne? Jawohl, die kleinen Zwiebeln. Ich habe mir gedacht, für den Rest der Sendung bist du jetzt eh abgemeldet. Ja, die kleinen, aber geschmacklich sehr feinen Schalotten sind eine richtige Fitzelei. Während sich Wolfgang liebevoll um die Schale kümmert, startet Oliver mit einer der Beilagen vom Wildschwein. Konkret den grünen Spargel. Ganz wichtig, den grünen Spargel müssen Sie normalerweise nicht sehr schälen. Aber der ist jetzt sehr dick und sehr groß. Das heißt, wir werden hinten die letzten Stücke werden wir wegschneiden, weil das ist schon ziemlich hart. Da kann man super, super draus machen. Bitte nicht aus den Schalen, sondern wenn nur aus den Resten. Die Schalen sind nämlich im Allgemeinen relativ bitter. Was ist der Unterschied zwischen grünem und weißem Spargel? Der grüne Spargel ist der Spargel, der aus der Erde rauskommt. Deswegen wird er dann grün. Was eine besondere Suppe. So. Du sag mal, wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Wir sind quasi knapp vor dem Finale. Eine Woche haben wir noch. Ja. Bist du deinem Ziel Gewicht nahe gekommen? Und wirst du weitermachen? Absolut. Absolut. Erstens, es geht wirklich was weiter. Ja? Also auch dank deiner Rezepte. Und es ist wirklich, es macht Spaß zum Weitermachen. Also bis auf die Schalotten, die sind natürlich... Max, Sie können daheim auch so Atomzwiebeln nehmen. Ja, man kann auch ohne Schalotten schlank werden, ist meine neueste Theorie. Ja, das kann durchaus sein. Aber man wird genussvoller schlank mit Schalotten. Außerdem sind im Ganzen geschmorte Zwiebel einfach geschmacklich etwas ganz anderes als kleingehackter Zwiebel. Und für Olivers grünen Spargel wird es nach dem Zuputzen und Beschneiden jetzt richtig heiß. Der Vorteil des Dampfgarers gegenüber im Wasserkochen ist natürlich, es ist viel schonender. Es bleibt grüner und es bleibt extrem knackig. Und genau das wollen wir. Der ganze Ursprungsgeschmack des Spargels ist und bleibt im Spargel, wenn wir dampfgaren. Das
15 Minuten und 7 Sekunden, sagt mir das Gerät. Ich drücke auf Start und in der Zwischenzeit werden wir unser Wildschwein braten. Bevor das wilde Schweinderl aber in die Pfanne darf, wird es noch von Oliver anständig mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und da gehen wir von vornherein gleich ein bisschen Kümmel dazu. Das passt wunderbar zum Wildschwein. Und dann ab mit dem Wildschwein in die Pfanne. Oliver brät das Wildschweinfilet von allen Seiten scharf an. Und siehe da, Wolfgang und seine Schalotten sind auch schon fertig. Wahnsinn, oder? Unglaublich, oder? Du bist ja der beste Schalottenschäler, den ich kenne. Ja, und das kann man zu Hause auch leicht nachmachen. Wenn man irgendjemanden hat, den man wirklich nicht mag, dann lässt man einfach die Schalotten schälen. Ne? Ja, man lädt jemanden zum Essen ein und sagt, ja, gar kein Problem, ich habe alles fertig, du brauchst nur noch die Schalotten machen. Ja, wenn man mit dem Mann gestritten hat, der will helfen am nächsten Tag in der Küche, es sind schon Schalotten am Rezept. Übrigens, wir haben demnächst ein Thema für Sie. Falls Ihr Mann nicht kochen kann, Männer zurück an den Herd. Ja, schauen Sie sich den Trailer an, den gibt es auch schon auf Facebook und bei uns online. Wenn Ihr Mann nicht kochen kann, schicken Sie ihn zu mir, ich bring's ihm bei. Also gleich anmelden auf kochmitoliver.at und dann kocht Ihr Mann bald auch so köstliche Speisen wie unser Oliver. So wie dieses wunderbar saftige Wildschweinfilet, das weiter gemütlich vor sich hin brutzelt. Und dann gehen wir es ins Rohr bei 125 Grad, lassen wir es durchziehen, ungefähr 15 Minuten. Und dann haben wir einen zart rosa Ton drinnen. Wird richtig schön. In der Zwischenzeit machen wir unsere herrlichen Schmorschalotten, die der Wolfgang geschält hat. Und natürlich unsere salzig-scharfen Moosbeeren. Gut, auf geht's. So, ein Esslöffel herrlichen Blütenhonigs, den wir leicht karamellisieren lassen. Den Rest brauchen wir dann für unsere Moosbeeren. Fangen wir mit den Schalotten an. Der fängt gleich zum Riechen an. Und ich glaube, ich habe noch ein bisschen an Zitronenthymian da. Den werden wir dazu schmeißen. Oliver lässt den Zitronenthymian gemeinsam mit dem Honig karamellisieren und dann wird es für Wolfgang Schalotten spannend. Jetzt kommen die Schalotten dazu, die du wirklich exorbitant gut geschält hast. Die machen sich von selber. Wenn man es gut schält, machen sie die Schalotten von selber. Das ist so wie Qualität setzt sich durch. Mhm. Der Honig riecht auch schon. Der Zitronen. Der Thymian auch, oder? Weltklasse. Und jetzt werden wir damit Rotwein ablöschen. Mhm. Nicht mit allen, weil den Rest brauchen wir für den Moosbeeren. Zu dem Honig, Zitronen, Thymian, Schalotten und Rotweingemisch gibt Oliver noch einen Schuss Balsamico für die Süße zu und lässt dieses einkochen. Einfach stehen lassen und weiter geht's mit den Moosbeeren, für die Wolfgang eine neue Arbeit bekommen hat. Das Chili schneiden. Und für die Moosbeeren karamellisiert erneut der Honig. Moosbeeren sind übrigens sehr viel größer als die klassischen Preiselbeeren, die Cranberries. Der Vorteil ist, wenn Sie die nicht allzu durchkochen, knacken die so richtig schön. Ja? Haben aber dieselbe Säure ungefähr wie die. Wo sie hin da? Jesus, Maradona! Entschuldige. Hast du hingelegt, das geht. Nein, ich schwör's nicht, aber ich bin heute gnädig. Ja? Sie hat sich versteckt, das Luder. Immer auf für später. Wenn du jetzt nochmal irgendeinen Fehler machst, musst du ihn nachschieben. Ja, da hat der Wolfgang scheinbar geglaubt, es fällt nicht auf. Oliver schwitzt den Honig gemeinsam mit der fein gehackten Chili an, bevor anschließend die Beeren in die süß-scharfe Pfanne dürfen. Und es darf angerichtet werden. Das sind unsere Moosbeeren. Ja. Hier ist unsere. Das schaut richtig gut aus, oder? Also. Wie gemahlen. Ja, ich finde auch. Wie gleichmäßig die geschält sind, unglaublich. Finde ich auch. Hier ist unser Spargel. Ich sehe nichts mehr, es dampft. Knackig, trotzdem weich. Der kommt in die Mitte. Als Marinade gibt Oliver gleich die wunderbar saftigen Zitronen, Thymian, Honigschalotten über den Spargel. Ein wenig was von unseren scharfen Moosbeeren legen. Sauer, scharf.
Und jetzt holen wir das Fleisch. Ganz super zart rosa. Perfekt. Ja? Also da rinnt kein Blut mehr raus. Und genau das wollen wir.